Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem nächsten Video. Ja, diesmal seit langem ein Lesestapel-Video wieder von mir. Das letzte ist ja aus dem letzten Jahr. Und dann kam ja meine große Nicht-Auszeit. Es ist ja ein bisschen was passiert auf dem Kanal, aber ich war ja dann weg für 1,5 Monate. Das habe ich ja alles erzählt. Und hatte mir auch dorthin einige Comics mitgenommen, um ein bisschen was zu lesen. Habe auch einen Comic angefangen, aber ich kam nicht wirklich zum Lesen. Ich kam einfach nicht zum Lesen. Dementsprechend habe ich jetzt so einiges, was ich auch noch nachholen muss. Zudem auch noch ein paar ältere Sachen. Zudem auch noch Sachen, die sowieso auf dem Lesestapel schon lagen und so weiter und so fort. Also ja, ich will euch jetzt einfach mal zeigen, was ich so in den nächsten Wochen, es wird Wochen dauern wahrscheinlich, was ich so in den nächsten Wochen lesen möchte. Und zum Anfang haben wir hier halt, das können wir ja auch relativ schnell machen, ihr hattet das ja schon gesehen, dass ich kurz vor meiner Abreise noch ein Paket bekommen hatte vom Zauberstern Verlag mit zum Beispiel Heft 4 der Micros. Das ist das Comic, was ich auch angefangen habe, also bin ich dran, habe ich auch so, bin auf Seite 44, also das habe ich tatsächlich immer mal gelesen in der Zeit, aber bin halt auch noch nicht durch, das hat ja auch 100 Seiten. Das steht halt an und diese Sachen, die ich da bekommen habe, dann hatten wir hier ja von Van Helsing Heft 3, in die Serie habe ich ja überhaupt noch nie reingeschaut. Also reingeschaut schon, mal durchgeblättert, aber halt das nicht gelesen. Phantom muss ich dann lesen oder möchte ich dann ganz gerne lesen. Ich möchte natürlich diese Dinge, die ich da bekommen habe, auch mir angucken. Wie mir die Serien gefallen. Dann hier Flash Gordon natürlich war auch dabei, auch auf dem Lesestapel. Ja, die beiden Dinger liegen jetzt hier dabei. Dazu gibt es auf jeden Fall keine Review, weil ich die Review ja schon gemacht habe. Checkt mal meine Reviews aus. Hier zu Savage Dragon habe ich ja schon eine Review gemacht. Heft 1, Heft 2 ist mittlerweile auch schon draußen. Habe ich noch nicht. Werde ich mir auch noch holen, natürlich. Das ist ja sowieso für mich klar. Also zu den anderen, die muss ich halt noch lesen. Savage Dragon nicht. Dann zwei Sachen hier. Ja, eine Sache, die war, glaube ich, schon auf dem letzten Lesestapel, habe ich aber tatsächlich im Dezember überhaupt nicht mehr geschafft, das auch nur anzufangen. Deswegen ist es nochmal auf dem Lesestapel und ich will es halt diesmal schaffen, weil es ist die finale Ausgabe, die nächste Serie läuft schon lange oder länger. Hier der Band 10 noch von der Bruce Banner Hulk Serie, den möchte ich gerne natürlich dann auch noch lesen, den ich ja auch schon lange habe. Und der halt die Serie abschließt. Und dementsprechend wird es mal langsam Zeit, das dann auch zu lesen. Dann habe ich auch so eine Sache, die ich auch eine Serie, die halt einfach schon länger bei mir liegt. Und wo ich halt auch alle Bände schon besprochen habe, außer den letzten. Ist hier die Venom-Serie von Donny Cates, war das ja. Und zwar der Bach 8. Band, Der König in Schwarz. Warum habe ich den noch nicht gelesen? Das hat sogar bestimmte Gründe, natürlich auch Zeitgründe, aber es hatte auch einen bestimmten anderen Grund. Und zwar habe ich gehört, dass das halt zum entsprechenden King in Black Event ist. Das sind, glaube ich, Tie-Ins oder eine Miniserie, die dazu dann innerhalb der Venom-Reihe kam. Ne, das sind die normalen Ausgaben, aber es sind, glaube ich, alles Tie-Ins, die damit zu tun haben. Und ich weiß gar nicht mehr, ob das der Sir Acer war oder ob ich das irgendwo anders gelesen habe. Da wurde halt dann gesagt, ja, wenn du das Event nicht gelesen hast, was ich definitiv halt auch ausgelassen habe, aus wie immer budgettechnischen und zeittechnischen und platztechnischen Gründen nehme ich ja auch nicht mehr alles mit. Und da halt die Frage ist, inwieweit ist der verständlich ohne das Hauptevent, ne? Das werde ich jetzt testen und gucken,
wie das für mich funktioniert, weil eigentlich sage ich ja immer, lasst euch davon nicht abschrecken, dann darf ich mich ja auch selber davon nicht abschrecken lassen. Aber ich habe schon gezögert, weil ich immer noch am Überlegen war, holst du dir das Hauptevent auch noch oder nicht? Mache ich erstmal nicht. Kann sein, dass ich das irgendwann mal nachlese, aber das weiß man ja nie. Bei mir, das ist auch öfter so bei mir, dass ich so Sachen auslasse und nach Jahren dann überlege, ey, damals, die Sache hätt's ja schon mal gern gelesen und mir die dann hole. Schreibt mir mal rein, ob das bei euch auch so ist. Deswegen habe ich ja auch einen Grund, warum ich so viele Lücken immer über die Jahre geschlossen habe. Das waren ja oft Sachen, die ich damals schon haben wollte, aber halt dann auch aus diversen Gründen nicht gekauft habe und jetzt dann mich nach Jahren entschlossen habe, sie zu kaufen. Ne? Das kann mir natürlich bei diesem Event auch passieren. Auf jeden Fall werde ich das trotzdem lesen und auch besprechen. Dann ist für mich auch ein First Read, wo ich ja die Serie im Nachhinein nochmal mit euch hier reviewtechnisch durchgegangen bin, soweit ich sie habe. Ultimative Spider-Man, da hatte ich ja zwei von diesen Hardcovern mir auch geholt, also diese neue, die Ultimative Spider-Man Comic Kollektion, wie es heißt. Ich habe die meisten ja in Trades, einiges in Heften noch so am Ende und hatte aber auch Lücken. Und da habe ich ja Band 16, glaube ich, war das ja geholt mit Deadpool. Der hieß Deadpool und den habe ich auch besprochen. Zuletzt hattet ihr hier eine Review gesehen über die ultimative Klonsage, die hier halt in Band 17 und 18 stattfand. Bei mir halt wieder im Softcover. Und jetzt, das ist hier halt Band 19. Wäre also auch für mich das erste Mal, dass ich das lese, weil ich das halt damals auch nicht hatte. Wie gesagt, einige dieser Bände habe ich ja auch zum ersten Mal gelesen, andere halt zum zweiten, dritten Mal. Im Laufe dieser Reviews habe ich auch meistens dazu gesagt, ja, der wäre jetzt bei mir als nächster auf dem Lesestapel halt und den würde ich halt dann auch ganz gerne lesen. Bei der aktuellen Spider-Man-Heftserie bin ich ja absolut im Moment, da weiß ich ja noch nicht mal, wie es da weitergeht. Da habe ich ja nur die zwei Hefte immer noch, stand immer noch. Und die sind jetzt schon bei Heft, weiß ich nicht, 17, 18, 19. Dementsprechend schwierig. Das ist noch nicht alles, was ich mir jetzt demnächst reinziehen möchte. Dann habe ich hier ein Band oder ein Taschenbuch. Das habe ich schon gelesen, habe allerdings nicht geschafft, die Review dazu zu machen. Das ist halt dieses, hatte ich ja angekündigt, auch beim letzten Lesestapel. Gruppe X wollte ich mir ja auch mit euch zusammen sozusagen reinziehen. Also sprich, ich lese das nochmal alles. Ich habe da auch nicht alle von gelesen. Ich habe mir die ja mal alle nachgekauft, habe einen großen Teil gelesen, aber auch nicht alle. Jetzt gehe ich die nochmal durch und mache halt Reviews dazu in meiner Rubrik Ein Blick zurück. Das habe ich gelesen, Video fehlt noch. Muss ich jetzt gucken, weil das im Dezember war, wo ich das gelesen habe. Wollte ich halt auch die Review zu machen, aber kam halt nicht dazu. Und ob ich das jetzt nochmal lese, um da das wieder aufzufrischen. Was ich auch dort lesen wollte und noch gar nicht gelesen habe, war halt dann noch Gruppe X Taschenbuch Nummer 2 von Condor. Dann auch jetzt direkt mal auf diesen Lesestapel hier gepackt, damit das in den nächsten Wochen dann auch für mich stattfindet. Ist ja auch so, dass ich mir selbst immer mal ein bisschen Druck brauche ich ja auch, nur nicht zu viel. Weil das ist ja hier ein Hobbykanal. Ja, habt ihr zuletzt gesehen, dass die Pia mir einiges geschenkt hat. Und das sind jetzt nochmal zwei Sachen, die ich da auch mit reinnehme. Und zwar das lustige Taschenbuch 561. Ich möchte da übrigens noch nachtragen, dass in dem Video wusste ich das noch nicht, weil es da ja noch verpackt war. Innerhalb des lustigen Taschenbuches habe ich noch eine Geburtstagskarte von der Pia bekommen. Vielen Dank an dieser Stelle auch dazu nochmal. Kommt halt in dem eigentlichen Video gar nicht dann vor dadurch. Aber sie hatte mir das dann noch gesagt und beim Auspacken habe ich es auch gemerkt und hätte es auch eh gemerkt. Das möchte ich mir natürlich dann auch durchlesen und dementsprechend auch eine Review dazu machen.
Beim letzten weiß ich halt nicht, inwiefern da eine Review jetzt hier in Videoformat, ja, ob ihr das wollt oder nicht wollt, das könnt ihr auch mal gerne reinschreiben, weil ich auch, aber das wird auch etwas länger dauern als die anderen Sachen, weil es halt mehr Zeit in Anspruch nimmt, sowas zu machen. Ich würde mir natürlich auch ganz gerne den Roman reinziehen, Abenteuer in der Elfenwelt, und hatte halt überlegt, ob ich dazu dann irgendwann auch mal ein Video mache und mich dazu äußere, wie er mir gefallen hat, wie er aufgebaut ist und so weiter. Da kann man halt dann nicht so viel einblenden, außer ein bisschen. Da sind teilweise auch Zeichnungen drin. Ansonsten ist das ja halt ein Buch. Und ja, da schreibt mir am besten mal rein, wie das Interesse besteht. Dazu würde ich dann wahrscheinlich sogar eine Einzelreview machen. Aber das ist jetzt sowieso die Frage. Dazu kommen wir nämlich jetzt. Wie setze ich die ganzen Dinge um? Weil bei mir ist es ja im Moment so, dass ich gesagt habe, okay, ich versuche jetzt auf 2 bis 3 Videos wieder aufzustocken, nachdem ich jetzt fast 2 Monate nur jeweils ein reguläres Video die Woche bringen konnte. Teilweise waren ja auch mehr als eine Woche dazwischen, 10 Tage, 12 Tage, sowas halt. Und wenn ich jetzt zu jedem Ding hier eine Einzelreview mache, dann weiß ich halt nicht, ob ich das schaffe. Und dann wäre halt auch wieder, dann würde ja bei einem Rhythmus von 3 Videos die Woche das auch ewig dauern. Deswegen wird es wahrscheinlich so sein, dass mein Format Comic XXL Reviews, wo ich ja innerhalb von einer Riesenfolge mehrere Sachen bespreche, mit Kapitel und so weiter, dass das halt wieder dann sinnvoll ist. Also so ein großes Video über die Sachen zu machen, die ich gelesen habe. Aber alles von dem, was hier drin ist, kommt da nicht rein. Denn Einzelreviews gibt es auf jeden Fall hierzu, weil das ja so Sachen sind, diese Condor und die Harper-Sachen und so. Das sind ja so Sachen, die ich in dieser Rubrik Ein Blick zurück mache, wo ich ja nicht so wie bei den neueren Comics nur so Inhalt und wie haben mir die Zeichnungen gefallen, das mache ich da auch, aber da geht es ja auch viel um das Drumherum, wie ist das Format, wie haben sie das damals von der Veröffentlichung her gemacht, sowas, Hintergrundinfos und so, was du bei den neuen jetzt ja nicht so groß machst. Ihr kennt ja mein Format, 2, 3 Videos davon sind schon online, schaut gerne rein. Wer das noch nicht kennt, heißt Ein Blick zurück. Ich mache es halt im Moment über die Condor-Sachen und über Ehapa, die ganz alten Sachen. Das heißt, das kommt nicht in so einer XXL-Folge. Das wird entweder, wenn das 2 Einzelfolgen oder jetzt in dem Fall, weil ich das eine schon gelesen habe und das andere halt jetzt wieder lesen möchte, die ich auch übrigens natürlich schon mal gelesen habe, die beiden, vielleicht auch die ersten beiden in einer Folge, aber der Rest ist halt die Frage, da kommt es halt immer drauf an. Gibt es entweder in eine Folge oder einen großen Teil davon in eine Folge. Es kann auch immer mal sein, dass ich zu 1, 2 Sachen eine Einzelreview mache, wenn sich das anbietet. Wie gesagt, das kommt ja so ein bisschen drauf an, wie andere Videos so in der Produktion, also wie ich das schaffe halt, ne? Normal habe ich das ja meistens gemacht, bis auf den letzten Lesestapel vor diesem hier, dass ich gesagt habe, ja, das ist jetzt mein Lesestapel für die KW, so und so, Kalenderwoche, so und so. Ich lasse das jetzt mal offen und das wird halt Wochen dauern, bis ich das irgendwie so durch habe, weil ich halt echt auch so andere Projekte und viel zu tun habe. Und dann habe ich ja mal gesagt, als ich das eingeführt habe, Lesestapel, dass, wie das letztens passiert ist, es natürlich auch sein kann, dass ich einen Lesestapel mache mit Sachen, die ich hier liegen habe und dann doch noch wieder Comics kaufe und die halt in der Folge meine Comic-Neuzugänge kommen und die sind dann natürlich automatisch mit auf dem Lesestapel. Aber auch nicht immer. Manchmal fülle ich ja alte Lücken, die ich mir erstmal irgendwann später reinziehe. Das heißt, würde ich demnächst innerhalb dieses
Lesezyklus jetzt neue Comics kaufen. Wenn sich das anbietet, würde da eine Folge Comic-Neuzugänge natürlich, wenn es ein paar Sachen sind, kommen. Wenn es dann nur ein Heft ist wie Savage Dragon 2, was ich mir jetzt kaufen werde demnächst. Wenn das sowas ist, dann wird da keine eigene Folge Comic-Neuzugänge und ich zeige einen Comic, dann kommt das natürlich automatisch mit in diesen Lesestapel. Wobei bei Savage Dragon werde ich wahrscheinlich auch eine Einzelreview machen. Das kann natürlich auch immer sein, dass mal ein Review kommt, was hier gar nicht erwähnt wurde. Dann habe ich auch mal gesagt, dass ich die nächste Folge Comic-Lesestapel immer erst mache, wenn das alles irgendwie review-technisch, videomäßig entweder veröffentlicht oder fertig, zumindest fertig gemacht ist. Vielleicht noch nicht veröffentlicht, aber schon fertig gemacht ist. Dieses Mal kann ich mir vorstellen, dass es in den nächsten Wochen nochmal eine Folge Lesestapel gibt, ohne dass diese Sachen vielleicht schon besprochen wurden oder nur zum Teil besprochen wurden. Das liegt aber dann daran, das ist eigentlich so ein Special. Das ist so ein Lesestapel, das werde ich halt auch in meinen Lesestapel, weil ich es halt auch lesen muss oder möchte, weil ich habe so ein, zwei Projekte mir überlegt, die ich gerne machen möchte. Da geht es um ganze Runs von bestimmten Figuren, was ich davon habe. Und das, da könnte, weiß ich noch nicht genau, aber da könnte es sein, dass es dann auch eine Folge Lesestapel gibt, aber nicht die Reviews dann direkt kommen, sondern dass Reviews sind, die über einen langen Zeitraum hier auf dem Kanal erscheinen sollen. Seht ihr dann aber noch, wenn es so kommt. Ja, das war alles für diese Folge. Schreibt mir mal rein, ja, was ihr so auf dem Lesestapel habt, wie ihr das, schreibt mir auch mal rein, wie ihr das findet, so 2-3 Videos die Woche, ist euch das zu viel, zu wenig oder angenehm? Ja, wie gesagt, das ist auch nicht ganz sicher, manchmal können es 2 sein, manchmal können es 3 sein, manchmal schaffe ich vielleicht auch nur 1, aber so in dem Bereich soll das halt stattfinden. Schreibt mir erstmal alles rein. Gerne kommentieren, gerne liken, wenn es euch gefallen hat. Gerne abonnieren den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Hier geht es ja auf jeden Fall auch 2024 weiter, wie man ja sieht. Ja, und ansonsten sage ich mal, wünsche ich euch natürlich noch einen schönen Tag oder schönen Abend, eine schöne Woche, wann auch immer ihr das Video sehen werdet. Bis dann. Ciao.